Hallo, servus liebe Leute, herzlich willkommen bei unserem heutigen Livestream. Wir haben ein kleines Breaking News aus Österreich. Lisa Fassel ist die neue Startup-Beauftragte. Nach einem Jahr ist quasi die Periode, die Amtsperiode von Michael Altrichter ausgelaufen und er übergibt an Lisa Fassel. Mit uns ist die Ministerin, die zuständige Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin, Margrethe Schramböck. Margrethe, servus. Hallo, ich freue mich, dass ich da bin. Danke und Lisa Fassel. Lisa, servus. Hallo, danke für die Einladung. Margrethe, vor circa einem Jahr, mitten in der Corona-Krise, wo es darum ging, Maßnahmen für die Wirtschaft, aber auch speziell für die Startups zu setzen, habt ihr diese Institution, also diese Rolle des Startup-Beauftragten damals ins Leben gerufen. Nach einem Jahr gibt es einen Rollenwechsel. Kannst du vielleicht die Zeit danach, sozusagen die Zeit davor, Revue passieren lassen, dann gehen wir in die Zukunft. Ja, es hat sich dieser Startup-Beauftragte, Startup-Beauftragtin sehr bewährt in dieser Zeit und wir hatten ja vorher auch schon immer vor, so etwas zu etablieren. Für mich ist einfach wichtig, nah mit der Startup-Szene in Kontakt zu bleiben. Das geht manchmal, es geht manchmal nicht so gut wie in der Covid-Zeit, aber es braucht da auch mit dem Startup-Beauftragten oder jetzt eben mit der neuen Verantwortlichen und zusätzlich mit dem Komitee etwas, das wir auch strukturiert miteinander kommunizieren können und dass wir auch möglichst nah dran sind, ich und mein Team möglichst nah dran sind. Diese Arbeit Schulter an Schulter hat sich absolut bewährt und werden wir auch fortsetzen in Zukunft. Kannst du uns vielleicht nur ganz kurz einen Einblick in die Zusammenarbeit geben? Ich habe da nicht sehr viel mitbekommen nach außen hin. Wie ist die Zusammenarbeit zwischen dir und dem Beauftragten und dem Komitee dahinter? Wie kann man sich das operativ vorstellen? Ja, da gibt es regelmäßige Abstimmungen zwischen meinem Team, die für das Thema Startups verantwortlich sind, und dem Komitee und dem oder der zuständigen Beauftragten. Das ist mir ganz wichtig, dass ich da, dass Dinge vorbesprochen werden, dass wir Inputs bekommen, vor allem was ist wichtig für die Startup-Szene, was sind die Rahmenbedingungen, dass wir bei den Themen in der Execution, in der Umsetzung auch gut vorankommen. Und da haben wir ja viele. Wir haben vieles auch ins Regierungsprogramm einfließen lassen können. Es hat uns jetzt in der Covid-Krise geholfen, rasch zu reagieren. Ich sage nur, der Startup-Hilfsfonds war ja rasch da und viel genutzt von den Unternehmen. Aber auch, dass wir in allgemeinen Maßnahmen dann immer auch das Mitdenken, dass die Startups mit dabei sind, zum Beispiel bei der Investitionsprämie, dass wir das nicht nur als Maßnahme gemacht haben für klassische KMUs oder für die Leitbetriebe, sondern dass die Startups auch mit ihrem Ziel des Wachstums davon profitieren können. Es war eine ehrenamtliche Funktion, bleibt sie ehrenamtlich? Ja, absolut. Es ist eine, freue mich, dass die Lisa diese Aufgabe übernimmt. Gratuliere dir dazu und freue mich, dass wir zusammenarbeiten werden in Zukunft so eng. Es ist eine ehrenamtliche Funktion. Es ist zusätzlich auch Arbeit. Das ist nicht nur so eine Aufgabe, die man bekommt, sondern wir fordern schon auch ein, Dinge einzubringen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert mit Michael Altrichter. Ich möchte mich auch auf diesem Weg bei ihm recht herzlich bedanken für die gute Zusammenarbeit. Die wird es auch in Zukunft weiter geben. Aber jetzt ist Staffelübergabe und das ist auch wichtig und ich freue mich auch ganz besonders, möchte es in der Startup-Szene auch sagen, dass eine Frau diese Rolle übernimmt. Auch das soll ein Zeichen sein. Lisa, Gratulation und auch von meiner Seite. Ich glaube absolut, die richtige Frau für diese Rolle. Was hat dich dazu bewogen? Du warst ja schon bisher im Komitee mit Michael Altrichter, hast natürlich schon da Einblicke gehabt. Was hat dich bewogen, hier diese Stelle anzunehmen? Also danke für die Glückwünsche, danke für das Vertrauen, also danke auch an die bisher schon gute Zusammenarbeit, auch mit dem Kabinett und dem ganzen Team. Wir können als Startup-Komitee schon und als Startup-Szene manchmal ein bisschen nervig sein und sehr pushy sein und das wird immer sehr gut aufgenommen und da kommt auch viel zurück und es gibt schon super viel Dialog und ich freue mich schon, weil ich glaube, jetzt ist so ein guter Moment und das hat mich auch dazu zu bewogen, die Aufgabe anzunehmen. Ich glaube, es ist gerade echt ein richtig, richtig guter Zeitpunkt, um Dinge umzusetzen. Weil auf der einen Seite kommen wir so langsam aber doch aus der Corona-Krise. Wir haben andere Krisen, die vor der Haustür stehen, Klimakrise und Co. Wir haben das Thema Female Empowerment, das natürlich für mich ein ganz großes ist, wo man merkt, es tut sich was. Gleichzeitig kommen wir jetzt schon mit den politischen, nennen wir es mal Forderungen, die wir die letzten wahrscheinlich 10 Jahre in der Startup-Szene gehabt haben, jetzt auch tatsächlich durch und an. Und wir sind mit verschiedenen Ministerien im Austausch, die Dinge werden diskutiert, sie sind im Regierungsprogramm, also sie sind gefühlt schon sehr nah an einer Umsetzung oder zumindest, sagen wir mal so, näher als sie es bisher jemals waren. Und das gibt halt total viel Motivation, weil ich glaube, jetzt können wir echt was bewegen. Und ich glaube, wir haben auch,
ein bisschen die Verantwortung als Komitee und auch ich in meiner Rolle tatsächlich was dazu beizutragen, dass unser Standort langfristig attraktiv bleibt. Und Startups sind da, aber das wird jetzt niemanden überraschen, aus meiner Sicht ein total essentielles Element. Ja. Was waren im letzten Jahr aus deiner Sicht die Schwerpunkte, mit denen man sich befasst hat, wahrscheinlich nebst der Tatsache, dass man sich überhaupt einmal in ihrer Rolle zurechtfinden musste und sie wahrscheinlich weiter ausdefinieren musste? Was waren die inhaltlichen Schwerpunkte vielleicht letztes Jahr? Weil du das gerade vorher gesagt hast, du da auch die Frage gestellt hast an die Frau Ministerin, nämlich die Frage, wie war denn die Zusammenarbeit oder wie läuft das ab und wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, es ist tatsächlich auch im letzten Jahr extrem viel passiert. Vielleicht noch nicht so, dass es immer öffentlich kommuniziert worden ist, weil einfach auch viele Dinge gerade auf so einer hohen politischen Ebene mal ausdiskutiert werden müssen und es da auch einfach viel ja, im Hintergrund zu tun gibt, um Awareness zu schaffen und die Dinge durchzubringen. Also was waren die Themen? Das Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterbeteiligung, ein ganz großes. Wir jetzt gerade schon in einer sehr, sehr engen Abstimmung sind, wo es auch schon konkrete Ideen gibt, was man dazu machen kann. Also wo ich auch sehr positiv bin, dass sich tatsächlich bald und in absehbarer Zeit was ändern wird. Das Thema neue Rechtsform. Ganz aktives, ganz, ganz großes Thema, wo in den letzten, ich glaube, es wird circa ein halbes Jahr, vielleicht drei Vierteljahr, so viel passiert ist, so viele Arbeitsgruppen irgendwie getagt haben und auch echt große Würfe passiert sind. Also auch da ganz viel Optimismus. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Themen, die wir noch weiter voranbringen müssen. Aber auch das Thema Standortstrategie, wahrscheinlich ein sehr großes, wo auch Startups Gott sei Dank eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen werden. Also es ist viel passiert und ich glaube, die Dinge werden bald auch öffentlich wirksam werden. Margarete, Startups spielen für dich ja schon historisch eine sehr wichtige Rolle. Ich kenne dich da aus deiner Zeit als CTO in der, ja, CEO in der Telco-Branche und damals waren Startups wichtig, dann als Ministerin. Ist jetzt durch die Besetzung durch Lisa das Thema Female Entrepreneurship, wie sie das auch genannt hat, besonders wichtig? Ist das eine strategische Entscheidung, auch die Lisa als Gründerin von Female Founders in diese Position hineinzuheben? Gibt es da Strategie dahinter? Ja, absolut. Also ich beobachte die Startup-Szene schon lange, beobachte nicht nur, arbeite zusammen mit ihnen und ich glaube, das ist wichtig, dass manchmal so der Eindruck entsteht, das ist schon auch bei den Investoren oder auf den unterschiedlichen Bereichen noch ein Boys-Club unter Anführungszeichen und da ein klares Zeichen zu setzen und zu sagen, es sind starke Frauen auch in dieser Szene wichtig und das kann ja auch ein Standortvorteil sein. Die Lisa hat es erwähnt, wir arbeiten an der Standortstrategie, wir hatten diese Woche das Kickoff gemeinsam mit Kanzler und Vizekanzler, wo ich sozusagen die Standortstrategie auf den Weg bringe für 2040. Das klingt jetzt sehr weit weg, aber wir wissen, dass alle wichtigen Industrie- und alle wichtigen Wirtschaftsstandorte eine solche Strategie brauchen und haben. Und so braucht das auch Österreich. Und wir haben das eigentlich nicht, wenn man zurückschaut, die letzten Jahrzehnte habe ich das eigentlich nicht gefunden. Und wir starten jetzt einen Prozess, wo wir ganz viele Stakeholder mit an Bord nehmen und so auch die Startup-Szene und so auch natürlich die Frauen, die in der Startup-Szene auch entsprechend vertreten sind und aktiv sind. Mir ist es schon wichtig, ein klares Zeichen auch zu setzen, als zuständige erste Digitalministerin Österreichs, auch dafür zu sorgen, dass auch bei der Startup, der Funktion Startup-Beauftragte, Startup-Beauftragter auch eine Frau zum Zug kommt und wir werden dort auch Schwerpunktthemen entsprechend setzen. Zwei absolute Pioniere unserer Startup-Szene, Oliver Hohle, der Gründer von Speedinvest und Hansi Hansmann, haben in einem Interview vor, glaube ich, circa einem Monat mit uns gesagt, das Thema Female Entrepreneurship, Female Founders kann ein Cluster fast sein oder ein Standortmerkmal, das uns im internationalen Vergleich eine Magnetwirkung, eine Stärke gibt. Siehst du dieses Potenzial? Ich glaube, Sie haben sogar gesagt, es soll einer sein, um das gleich nochmal zu verdeutlichen. Man muss einmal sagen, Österreich hat wahrscheinlich in diesem ganzen Startup-Thema bisher kein extrem klares Profil gehabt. Also was sind die Branchen, für die wir stehen? Und mit dem Thema Female Entrepreneurship haben wir es geschafft. Also tatsächlich, glaube ich, auch aus vielen Community-Initiativen heraus und wahrscheinlich auch aus dieser Perspektive, auch von den treibenden Personen, die du gerade genannt hast, das Thema voranzutreiben. Und wir sind in einem europäischen Vergleich tatsächlich Spitzenreiter in einem Thema, das mit Startup-Technologie und Digitalisierung zu tun hat. Und da macht es nur Sinn, darauf aufzubauen und das weiter voranzutreiben. Und wie du richtig gesagt hast, Frauen sind ein Wettbewerbsvorteil. Kann man sowas, Margarete, auch in eine Standortstrategie reinschreiben?
Naja, man kann schon vor allem die Inputs aus dieser Szene mit hineinnehmen und ein klares Zeichen setzen, dass das Komitee gemischt besetzt ist und dass auch die Startup-Beauftragte dort eine wichtige und gewichtige Rolle mitspielt, ihre Inputs mit hineinzugeben. Und da kann man schon auch hineinschreiben, dass man bestimmte Schwerpunktthemen setzen wird. Und es sollen ja auch Pilotprojekte rausfallen, sowohl aus der Standardstrategie und Leuchtturmprojekte, als auch aus dem, was wir zusammen arbeiten. Also ein ganz konkretes Beispiel: Wir werden gemeinsam zuerst mal eine Analyse machen dessen, wo wir eigentlich stehen. Da gibt es schon viel, aber was zum Beispiel nicht gibt, ist eine umfassende Analyse, wie stehen wir im Thema Female Entrepreneurship, vor allem in der Startup-Szene in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern, wo sind die Best Practices, und das wird eines der ersten Reports sein, die wir gemeinsam entwickeln und von dem aufbauend dann zu schauen, wo sind unsere entsprechenden Schwerpunkte. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir hier genau hier ansetzen und diese Stärke, die wir schon entwickelt haben und die mit dir ja auch schon entwickelt werden konnte, weiter verstärken. Siehst du dieses Thema auch mit einer Brille, die sich mit dem Thema Fachkräftemangel beschäftigt, nämlich diesen Potenzial der Frauen in der Wirtschaft auch als Potenzial für die Wirtschaft im Sinne der Fachkräfte zu aktivieren? Ja, absolut. Also das beginnt ja in dem Bereich, dass wir eigentlich zu wenig Frauen in MINT-Fächern haben, dass wir noch zu wenig Zugang für die jungen Mädchen und für die jungen Frauen auch haben, und da müssen wir ganz viele Maßnahmen setzen. Also eine davon ist zum Beispiel, dass wir ja ganz unterschiedliche Lehrberufe ins Leben gerufen haben. Du erinnerst dich an E-Commerce. E-Commerce-Kaufmann, Kauffrau ist heute der erfolgreichste IT-Lehrberuf bei den Frauen. Wir haben plus 45% Steigerung. Also es zeigt, dass es geht, dass wir vom Lehrberuf, und jetzt gehen wir auch in Richtung Studien, wir werden eben die Möglichkeit schaffen, dass es einen Master und einen Bachelor Professional gibt, der eine starke Verbindung zur Praxis hat. Und ich bin überzeugt, dass viele junge Frauen, die zum Beispiel eine AHS gemacht haben, sich vielleicht nicht so noch in die Startup-Szene trauen, aber mit dem Liebäugeln doch sagen wir, wo kann ich eigentlich einmal die Grundbasisthemen lernen und eine duale Akademie zum Beispiel im Bereich des Coding machen. Das ist eine Lehre nach Matura, die wird es bald in ganz Österreich geben, gibt schon sehr erfolgreich in Oberösterreich. Also wir müssen an all diesen Bausteinen arbeiten, die Grundvoraussetzungen zu schaffen, dass junge Frauen sich in diesem Bereich trauen. Und ja, es ist so, je mehr Frauen in diese Themen drängen, umso weniger werden wir ein Fachkräfteproblem dort haben. Lisa, wir sind ja generell recht kritisch oder identifizieren einen deutlichen Aufholbedarf, wenn es um die Female Entrepreneurship, Female Leadership Themen geht. Aber man muss sagen, hättest du dir als Gründerin von Female Founders vor ein paar Jahren erwartet, dass du heute mit diesem Background die Startup-Beauftragte wirst, dass dieses Thema in eine Standortstrategie hineinfließt? Das sind schon so kleine Mosaiksteinchen, wo man sagen muss, da ist was weitergegangen. Hätte mir das gedacht, never ever. Also tatsächlich auf unterschiedlichen Ebenen nicht, weil als wir Female Founders gestartet haben, 2016 haben wir, und ich sage das jetzt wieder ganz überspitzt, ein paar Events gemacht und uns gedacht, hey, das ist cool und wir haben einen Impact auf ein paar Frauen, die kommen und die sich vernetzen. Dass A, Female Founders jetzt mittlerweile so groß ist, wir sind irgendwie ein Team von 12 Leuten mittlerweile, sitzen in Wien, erreichen 25.000 Frauen jede Woche, das ist absurd, also die Dimensionen, das hätte man nie gedacht und mich nie getraut, so groß irgendwie zu denken, dass ich auch irgendwie was Politiknahes mache und so nah mit einer Ministerin und einem Ministerium arbeite, daran hätte ich auch nie gedacht. Also ganz ehrlich, wenn mich das jemand vor ein paar Jahren gefragt hätte, wahrscheinlich gesagt so, das wird niemals passieren, weil Politik interessiert mich nicht und geht mich nichts an. Wie man sieht, hat sich auch da Gott sei Dank meine Meinung dazu geändert, weil ich bin halt echt der Meinung, dass wir, und wahrscheinlich gerade wenn man irgendwie unternehmerisch aktiv ist, immer gern Dinge besser macht und Dinge optimiert und irgendwie, also einfach gern dabei ist und was dazu beiträgt, dass wir uns alle positiv entwickeln und dass wir voll und dass wir eine vielversprechende Zukunft für uns alle haben. Und ich glaube, da ist halt Politik einfach ein essentielles Element. Und ich glaube, wir neigen in Österreich immer ganz gut dazu, zu kritisieren, zu sagen, was uns nicht passt und irgendwie lauter Fehler zu erkennen. Aber es gibt dann wenig Leute, die tatsächlich aufstehen und was machen. Und deshalb ist es halt ganz spannend, so eine Position dann zu haben und eine große Ehre, gefragt zu werden, ob man das natürlich machen will, wo man auch nicht Nein sagen kann, ehrlicherweise. Also dazu möchte ich einfach zu viel beitragen und zu viel verändern. Und deshalb freue ich mich schon ganz, ganz massiv auf die nächsten Monate. Du hast schon ein Jahr lang jetzt mit Michael Altrichter und dem Team dahinter intensiv gearbeitet oder zusammengearbeitet.
Weißt du schon, wo du deine Schwerpunkte in der Zukunft legen möchtest? Ich weiß, es ist eine Frage, die man vielleicht am ersten Tag noch nicht ganz fragen kann, aber hast du schon ein paar Ideen? Definitiv. Also einer der Schwerpunkte, klar, und auch schon vorgestellt, ist das Thema Female Entrepreneurship. Also das wird vor allem ich vorantreiben, auch mit dem Komitee. Ein Thema, das uns sehr wichtig ist, das wir auch in den letzten Stunden und Tagen intensiv diskutiert haben, ist, was kann man im Bereich Spin-offs und universitäre Ausgründungen machen, weil da einfach auch noch so viel Potenzial in Österreich da ist, das da liegt und irgendwie noch nicht so gut genutzt wird, wie es genutzt werden könnte. Und Potenziale auszunutzen, ist irgendwie so das, was mich, glaube ich, antreibt in meinem ganzen Leben. Also das ist definitiv ein Punkt. Und wie schon gesagt, wir haben viele Dinge in den letzten Monaten vorbereitet, sind in vielen Diskussionen, wie Mitarbeiterinnenbeteiligung, wie das Thema neue Rechtsform, Beteiligungsfreibeträge, um mehr Kapital in diese ganze Branche zu bringen. Also da gibt es Dinge, die laufen im Hintergrund. Und jetzt geht es halt darum, wie es halt bei einem Startup ist, sie dann auch tatsächlich in die Execution und in die Realität zu bringen. Und ich glaube, das ist das Ziel, die Dinge nicht nur an den Papieren oder in den Gruppen zu diskutieren, sondern echt umzusetzen. Und das ist eh schon viel, was wir in den nächsten Monaten vorhaben. Und dann wird es dann auch mal Zeit zu überlegen, okay, was sind dann die nächsten Dinge, wenn wir das abgeschlossen haben. Aber wichtiges Learning aus den letzten 12 Monaten. Wir machen Babyschritte und schauen, dass wir die abschließen und gescheit abschließen. Und dann gehen wir Schritt für Schritt auf die großen Ziele zu. Die Babyschritte greife ich vielleicht mit einer reflektiert kritischen Frage, Margarete. Ich weiß, es ist mir bewusst, dass in der Politik sehr viel im Unsichtbaren gearbeitet wird und nicht alles so weit kommuniziert werden kann, dass Dinge vorbereitet werden müssen und so weiter. Trotzdem habe ich jetzt in den letzten 12 Monaten nicht sehr viel mitbekommen von dem Startup-Gremium Beauftragten. Liegt das auch daran, dass diese Rolle ehrenamtlich angesetzt ist? Würde man da mehr Wirkung und Kraft entwickeln, wenn das quasi eine bezahlte Stelle wäre, ein wirklicher Job? Wie siehst du das? Nein, glaube ich nicht. Es ging eher, glaube ich, um die Zeit. Es war einfach Covid und das Thema Testen, Impfen, wie viele Infektionen gibt's, wie viele sind auf den Intensivstationen, hat einfach auch alles überlagert, auch in der Berichterstattung, muss man so sagen, und hat alle intensiv beschäftigt. Die Startups waren auch damit beschäftigt zu überleben und ich bin froh, dass sie als Gewinner dieser Krise hervorgegangen sind, dass ihre Geschäftsmodelle sehr krisensicher sind. Im Gegenteil, sie haben sogar neue Geschäftsmodelle geholt und hat gesehen, sie haben wirklich großen Erfolg und können auch anderen Unternehmen, dem ganzen Standort dabei helfen, resilienter zu werden. Ich glaube, das ist der einzige Grund und der Michael hat es in dieser Krise sehr, sehr gut gemacht und jetzt ist die Phase, jetzt ist das Comeback da. Wir sind froh, dass wir wieder alle öffnen, dass es wieder neue Chancen gibt und jetzt haben wir ja auch viel vorgearbeitet, dass wir Dinge, die wir im Regierungsprogramm, und das ist ja, es erscheint uns allen so lange, aber es ist nicht so lange her, also ein Jahr und ein paar Monate, dass wir das Regierungsprogramm gemeinsam verabschiedet haben. Das kommt uns vor. Länger als das? Lustig, das ist nicht länger als diese Zeit. Und wir müssen jetzt in die Umsetzung kommen. Und die Lisa hat die richtigen Punkte gesagt. Es geht um Mitarbeiterbeteiligung. Es geht um diese unterschiedlichsten Themen, die wir jetzt voranbringen müssen. Alle sind auch in der Richtung sehr fokussiert, in diese Execution, in diese Umsetzung zu kommen. Und das wird jetzt passieren, weil es Teil unseres Comebacks ist. Also die Wirtschaft wächst wieder und wir brauchen Rahmenbedingungen, dass es einfach ist. Wenn Unternehmen gegründet werden sollen, braucht es, und du weißt, ich bin schon lang davon überzeugt und treibe in die Richtung diese neue Kapitalgesellschaftsform. Es braucht das Thema Mitarbeiterbeteiligung. Ich kann mich noch erinnern, als ich Unternehmen geführt habe, war ja in der IT-Branche lange als Geschäftsführerin tätig, seit 2002. Und ich wollte die ersten Mitarbeiterbeteiligungen, es ging nicht und es ging nicht leicht. Und ich sage, wann, wenn nicht jetzt, nachdem wir jetzt das Covid sozusagen bewältigt haben, dass wir jetzt diese Dinge angehen und die rasch umsetzen. Und da bin ich auch sehr zuversichtlich. Wenn du schon da bist, Zoom out, Großwetterlage, das interessiert mich. Wir haben vorgestern die beiden Vorstände von POR bei uns gehabt, sagen, super Auftragslage, positive Stimmung. Gestern komme ich jetzt nicht drauf, auch mit jemandem, auch mit einem Wirtschaftstreibenden in einer größeren Unternehmen gesprochen, auch eine positive Stimmung. Bernd Spalt hat uns gesagt, wenn die Impfung für alle da ist, kommt der Aufschwung. Parallel hat es die letzten Monate immer wieder geheißen, die Pleitewelle wird kommen. Also kann man eher darauf setzen, dass der Aufschwung jetzt kommt? Wie ist die Großwetterlage aus der Sicht der Wirtschaftsministerin?
Ja, absolut. Also der Aufschwung ist da. Wir wachsen ja schon. Die Industrie ist die gesamte Zeit offen gewesen, auch während der Covid-Krise, und wächst jetzt schon wieder sehr stark. Die ist zurück. Auch das Gewerbe, viele versuchen, einen Handwerker zu bekommen. Das ist gar nicht so einfach. Das zeigt, dass das sehr, sehr gut läuft. Und natürlich sind bestimmte Branchen noch betroffen, die noch geschlossen sind. Tourismus und Gastronomie vor allem, die kurz vor der Öffnung sind. Aber die Menschen wollen wieder konsumieren, sie wollen rausgehen, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch die Weltwirtschaft wächst, also China wächst im ersten Quartal mit +18%. Die USA pumpt viele hunderte Milliarden Euro in den Wirtschaftsaufschwung, und wir tun das auch. Wir unterstützen die Unternehmen bei Investitionen. Auch dein Unternehmen, und viele werden das hoffentlich genutzt haben und nutzen die Investitionsprämie. Da sind wir Vorreiter mit Fokus auf Digitalisierung und Ökologisierung, weil wir gerade hier den Steuerungseffekt haben wollen und wir diese beiden Themen stärker lösen wollen, gemeinsam mit den Unternehmen. Wir waren vor circa einer, zwei Wochen in einem gemeinsamen Event, wo du ein Panel hattest mit Christian Lindner, dem FDP-Präsidenten aus Deutschland. Vor diesen 5 Milliarden Investitionsprämie hat er sich verneigt, muss man sagen. Ne? Ja, hat auch gefreut zu sehen von einem großen Land, auch dass Österreich, dass wir hier in Best Practice sind. Wir sind da in Europa Best Practice und lösen damit 55 Milliarden Investitionen aus. Und da werden Investitionen vorgezogen, da werden Investitionen gemacht, die sonst vielleicht in einem anderen Land gemacht werden sollen. Und was wir wollen, ist, dass alle davon profitieren und vor allem auch die Startup-Szene, um da wieder zurückzukommen. Viele aus der Startup-Szene haben Kunden im Business-to-Business-Bereich, die verkaufen Lösungen. Denken wir nur an 3D-Print. Ja, Österreich ist eines der erfolgreichsten Länder, man würde es nicht glauben, im Thema 3D-Printing, ist unter den Top 4 weltweit, und die Unternehmen profitieren, wenn die österreichischen Unternehmen sich das besser leisten können. Und da wollen wir sie und unterstützen wir sie mit dem Cash, der Investitionsprämie, die sicherlich da einzigartig ist. Super, Lisa, abschließend vielleicht, das Konsortium oder wie das sozusagen sich richtig nennt, das Team hinter oder mit der Startup-Beauftragten, bleibt das in der Zusammenstellung, wird das auch sozusagen neu strukturiert? Also das Team, also mit, und ich sehe uns tatsächlich als Team, weil jeder in diesem Komitee hat irgendwie komplett unterschiedliche Kompetenzen, vertritt vielleicht auch unterschiedliche Bereiche, aus denen man kommt. Also da ist ja echt abgebildet von Angel-Investor über Startup-Gründerin, Startup-CEO, Austrian Startups bis zum VC-Investor, also tatsächlich alles mit dabei und eine bunte Palette. Es wird so bleiben, wie es ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wahrscheinlich auch erweitert wird um vielleicht noch eine Person. Das müssen wir uns aber anschauen, welcher Bereich dann am meisten Sinn macht. Und das werden wir in den nächsten Wochen auch definitiv tun. Aber ich freue mich, weil das cool ist und das passt ein bisschen zu deiner Frage von vorher. Macht es Sinn, dass das ehrenamtlich ist? Wäre das nicht besser, wenn es anders ist? Das ist wahrscheinlich eine Diskussion, die kann man in alle Richtungen treiben. Ich glaube, für uns passt das Setup extrem gut, weil wir das machen, weil wir intrinsisch motiviert sind, weil wir was bewegen wollen und im Kern, glaube ich, unserer Persönlichkeit eigentlich Unternehmerinnen und Unternehmer sind und das auch in unserem Daily Business machen und damit ganz viele Dinge aus diesen Bereichen einfach auch in diese beratende Funktion im Wirtschaftsministerium mitnehmen können. Also ich glaube, das Setup an sich passt wirklich sehr, sehr gut für alle Beteiligten und ist, glaube ich, auch eins, das sehr, sehr vielversprechend ist. Und vor allem, wenn wir jetzt so kurze Abstimmungswege haben, also wir können gerade tatsächlich sehr, sehr viel bewegen. Und es ist wirklich einfach exciting, was soll man sagen. Was für ein Zeitbudget wirst du da investieren pro Woche? Geht sich das aus sozusagen mit deiner Gründerin-Rolle? Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage in Hinsicht auf Leute, die mit uns zusammenarbeiten und die dann wahrscheinlich nicht wollen, dass sie irgendwie benachteiligt werden. Also ja, es geht sie aus. Es ist im letzten Jahr ausgegangen, da war es wahrscheinlich weniger öffentlich präsent, wie viel Zeit unter Anführungszeichen das ist. Aber ich glaube, es ist einfach eine Frage von Effizienz und Prozessen, die man aufsetzen muss. Also das ist, wenn man so will, wiederum wie bei einem Startup, man muss einfach gut organisieren und dann kommt man schon durch. Und ich glaube, das Schöne ist, ich habe so viele Leute an meiner Seite, die das unterstützen, die mich auch irgendwie ein bisschen managen und durch den Tag bringen, sei es jetzt tatsächlich im Team oder auch konkret im Ministerium. Tatsächlich gibt es zwei wunderbare Ansprechpartnerinnen, die Caroline und die Sarah, die da in Wirklichkeit alles operative und organisatorische übernehmen und einfach alles gut strukturieren. Also es wird sich nicht auswirken auf meine Tätigkeit bei Female Founders und die anderen Dinge, die ich so mache. Abschließend, Margarete, zu deiner Tätigkeit und den Schwerpunkten. Ich nehme mal an, die Krisenmaßnahmen sind langsam Geschichte. Jetzt kommen wahrscheinlich die Konjunktur- und Ausblicksmaßnahmen in den viel stärkeren Fokus.
Ja, absolut. Also mit diesem Standortstrategie-Kickoff, das wir hatten, ein Kickoff für die Standortstrategie Österreich, wollen wir auch diese grundlegenden Themen alle besprechen in unterschiedlichsten Arbeitsgruppen. Wir werden viele einbinden, Vertreter der Sozialpartner. Ich möchte auch, dass Arbeitnehmervertreter mit dabei sind, Arbeitgebervertreter, aber eben auch von den Startups, das Komitee, die Lisa, dass sie hier ihren Input reingeben können und dass das eine Grundlage ist, wie Österreich wachsen kann. Wir haben noch einiges zu tun, wir können einiges besser machen und wir können vieles sehr gut umsetzen. Da ist jetzt der Boden reif, es ist die Zeit dafür. Wir haben auch, weil Covid besser wird, die Zeit dafür, uns auch um das wieder zu kümmern. Und das in eine Wachstumsphase hineinzumachen, ist das Beste, was uns passieren kann. Also bin sehr überzeugt, dass uns diese konjunkturellen Maßnahmen entsprechend weiterbringen. Österreich ist schon ein guter Standort. Wir bauen auf einem guten Erbe auf, weil wir haben ja ganz viele Hidden Champions und jetzt geht es von den Hidden Champions in die Champions League zu kommen und dafür sind wir angetreten und alle, die daran mitarbeiten. Super, in diesem Sinne danke Lisa, all the best, nochmals herzlichen Glückwunsch und all the best für die Rolle. Ja. Danke, danke. Margarete, danke für den Besuch im Studio. Danke. Und danke euch fürs Dabeisein. Lisa Fassel, neue Startup-Beauftragte mit einem klaren Themenschwerpunkt auf Female Entrepreneurship. Wir bleiben dran für euch. Vielen Dank fürs Dabeisein und tschüss.